Und hallo, hier ist auch schon wieder euer Ben und willkommen zu einer neuen Folge Gaming with Ben und willkommen zu Try. Ja, das Ganze hier ist so ein Puzzlespiel, kann man sagen, ein First-Person-Puzzlespiel. Das darf ich auch hier wiederum exklusiv für euch antesten, vor Release-Termin das Ganze. Soweit, wenn ich das Video veröffentliche, dann ist morgen eigentlich Release-Termin. Soweit wie ich das weiß. So, das heißt also hier einen Tag vorher zocken, vor Release-Termin. Hier soweit seht ihr jetzt die Beta-Version. Und ja, auch hier wieder herzlichen Dank oder thank you very much an Rising Star Games für diese schöne Gelegenheit, das schon mal vorher anzutesten. Und ja, ohne weitere Worte wollen wir doch mal anfangen. So, und zwar, ich darf das soweit ein bisschen anspielen, bis zu einem gewissen Punkt. Story. Among these most powerful beings lived tiny creatures whose playfulness wouldn't let you believe they were gods at all. My story is about them. Foxes. Innocent spirits enjoying their lives in blissful immortality. Until corruption rips them apart from one another. Ein Tempel auf dem Berg. Ja, und willkommen hier zu Try. So, hallo und willkommen zu einem Tutorial. Finally, hallo. Someone appeared. After all this time, my call was heard. Yet I fear there is no time to rest. Your help is needed forthwith. I will tell you more, of course, but I need proof that you are worthy to hear it. Try to follow me, and we shall see what you're made of. Hm. Okay, versuch dir zu folgen, ne? Ey, nicht so schnell! Ja, könnte ich so weit springen, dann wäre es natürlich auch, ja, alles klar. So. Bin schneller als du. Ab. Hey, wo ist er? Oh. Hopp, alla. Hopp. Hier kann man nämlich hochklettern auch. Dass er so springen kann. Hopp, zapp. Ja, auch hier schon wieder das Ganze natürlich, wie sich das gehört, vorangetestet. So, nicht, dass es hier nachher so ein Game-Fail wird. So far, so good. Let's check your talent with crates. I think you've Du hast eine komische Maske. So. Oh, ist die schwer. So. Oh. Was? Bleib oben drauf stehen. Die will mich ärgern, die Kiste. Das geht ja wohl gar nicht. So. Also, das ist ja. So, ganz vorsichtig jetzt. So. Ah. Tada. Hui. Ah. Ist das nicht eine schöne Optik? Oh, sieht das schön aus. Willkommen im fernen Japan. Mal gucken hier. Steuerung. Strong Steuerung. So, alles so dreieckig hier. Wow. Hey, na? Oh, vorwärts. Also. Mensch, doch, hier kommt man ja gar nicht mehr raus. Boah. Das ist ein komisches Haus, da gehe ich nicht mehr rein. Excellent, you're a natural.
Ja, dankeschön. It could mean that you will survive your upcoming task. Let me show you the place where your wits and strength are needed. Ja, und wir gehen natürlich wiederum außenrum. Alles klar. Er darf da schön über den frisch gehackten Rasen gehen. Und wir müssen hier einmal außenrum tanzen, ne? I am the guardian of this temple. My purpose is to keep the temples in the world of the old gods where they belong. I seem to remember that there should be a fox here as well. Foxes are gods, you know. This temple you see is devoted to them. But it has been ages since I saw this one particular fox. I somehow feel that I need him. I miss him. And I wonder what has happened to him. And that's where you come in, conveniently. Quick. Hurry into the temple and touch the golden portal key to descend into the odd god's world. I need to know of his whereabouts. Was? Die goldenen Portalschlüssel? Alles klar, reinhauen. Whee! Wo sind die goldenen Portalschlüssel? Da! Die sind wunderschön. I'll be there to guide you. Sei unberuhigt, ich werde dir ein Begleiter sein. Das will ich aber auch hoffen. So. Ein Tempel auf dem Berg, geschafft in 4 Minuten und 43. So. Gucken wir. Ich glaube, einen zeige ich nochmal schauen. Es geht da schöne Rätselraten nämlich los. Oh. Ah! Ein Begleiter willst du mir sein. Alles klar. Welcome to the old gods. Aber nicht Muriel, du bist ein Geist. Die seltsame Welt der Götter. Kann das sein, dass es Dreieck pocht? Oh Mann, was ist denn hier los, Segewi? So. Meins! Nein, den kriegst du nicht! Geh weg, meins! Nein! Ich stelle den Strom ab. Okay, alles klar, mach ich, Chef. So, den ersten haben wir schon mal. Tada! Wir müssen nämlich erstmal alle drei finden, ne? Einen haben wir schon, fehlen uns nur noch wiederum zwei. So, und die werden wir hier finden. Wie gesagt, vorher schon mal angetestet. Ich will da hoch. Meins. Oh, den nehmen wir mal mit hier. Dram, dam, dam, dram, dam, dam. Alte Bauarbeiter hier so. Hoch da, los. This crate turned out to be useful. Experimentation in this place might be the key. Oh, and in case you were wondering what these glowing triangles are, well, soon you will learn about their powers. Okay, also brauche ich mich erstmal soweit nicht darüber wundern. Alles klar. Was ist das denn? Ah, Bonusinhalte freischalten, alles klar. Ah, an ancient idol of unnecessary knowledge. Collect more of these, and I share some secrets with you, yes? Okay, hier sind wir wieder am Anfang. Nee, ich muss andersrum. Ich muss andersrum. Ganz vorsichtig, alles wird gut. Wir dürfen nur nicht nach unten schauen.
sieht ja noch okay aus. Ganz vorsichtig. Ein Fuchs. Ah, der Golden Idol, den haben wir schon mal gefunden, ne? So, generell gibt es hier nur noch einen Weg jetzt. Und zwar, gucken. Banzai! Wow. Wow, so. Und da hinten ist der letzte. Ja. Nö. Der bleibt da. So. Haben wir hier. Ja, sieht ganz gut aus. Kommt schon. Was ist das hier? Auch spannend. Hopp. I'm not sure why anybody would set up this kind of construction. I guess this is just the beginning of your journey. Der Anfang einer langen Reise. Ich komme hier nicht hoch. Da ist er. Na, ich habe ihn. Ja, generell fehlt hier noch einer eigentlich, aber es hat ja so auch ganz gut funktioniert. Ansonsten hätten wir, glaube ich, auch so einfach rübergehen können. Ne? Wenn ich jetzt den hier noch nehme. Aber wäre das nicht Quatsch? Nur mal kurz was ausprobieren. Nö. Komisch. Egal. Oh. Open your door. So, und hier sind wir auch schon. Mal gucken, was wir gleich haben für eine Zeit. Eins. Und zwei. Wow. So, der Pfad zu den seltsamen Göttern. Zwei von sechs Idole habe ich da gefunden, ne? Von Idols. Und sechs Minuten und eine Minute habe ich dafür gebraucht. So, ich schau gerade mal. Haben wir noch Zeit? Klar. Even though these gods are childish foxes, they are strongly bound together in eternity. For how long? Not even I can say. But I wonder, is their union only strong because it's just the two of them? Turm in die Leere. So, das Ganze werden wir uns hier auch nochmal anschauen. Origami-Vögel. Interessant. Komischerweise, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Außer, kann man die kaputt machen? Hallo. Da komme ich da hoch, oder was? Doch nicht. Ja, ich höre dir zu. Also gehen wir erstmal woanders hin. Ich werde mal bei dir klauen und darüber springen. So. Daraus werde ich mir eine Brücke bauen. Ich glaube nicht, dass es so funktionieren wird. Und dann hier. Ah!
Mann, die halten aber gar nichts aus. So, alles klar, wir gehen jetzt erstmal woanders hin. So, ein kleines bisschen möchte ich euch das Level auch noch zeigen, ne? Aha. Okay, aber wir haben ja noch keinen. So, das heißt, wir müssen erstmal gucken, ne? So, an den anderen kommen wir erstmal noch nicht rein, außer wenn wir, glaube ich, von oben rauf springen. Das ist ja auch noch nichts. Hm. Weiß einer, wie weit ist der Turm? Aha. Aha. Und da ist er sich ja so ganz sicher. Okay. Dann geht's wohl hier jetzt rein. So, wo bin ich? Wo bin ich? Wer ist da? Da kommen wir nicht raus. Alles klar. Das heißt, wir gehen da lang. Wow, was ist das? Es ist so hell. Der Fuchs. Yes, you found the tribe. Ich habe ein Schwein gefunden. Okay. Das heißt, ich soll das hier markieren oder was? Eins. Zwei. Ah. Das ist ja eine coole Sache. Aha, so ist das also. Ist ja. Aber kommt nicht bis dahin, ne? Da komme ich nicht hoch. Die sind ja verbunden miteinander. Das ist eine gute Frage. Ah, so geht's auch. Wow. Okay. Ach, mit rechts. Ah. Boah, wir fallen immer viel zu tief. Ist da noch was? Nee. Boah, er führt mich hier in Wege rein. Ist ja. Ah, den Goyle-Eil, den nehme ich, den will ich haben. Ey, Goyle-Eil, komm her. Goyle-Eil? So. Hier kommen wir bestimmt nicht hoch. Ey, ne? Meine. Meine. Das muss jetzt funktionieren eigentlich. Ja. Komm ich hoch? Ich bin zu schwer. So. Okay. Dann mache ich mir hier so ein Dreieck jetzt immer. Da komme ich da hoch. Die Roten sind eher rutschig. Ich komme gar nicht so rauf, wirklich. Ja.
Die Roten sind böse. Okay. Da muss ich aber noch einen machen, glaube ich. So. Da sei ja der Erste. So, jetzt können wir aber auch generell zu den Ersten wieder zurück. Komm hier rüber. So. Da oben hoch. Ihr macht es mir zu einfach. Eigentlich nicht, aber... Hab. So. Open your door. War das gerade? Achso, da ist auch einer. Meiner. So, und wie kommen wir jetzt wieder hoch hier? Ich hab mich nicht verlaufen. Pfeile? Wie? Hä? Da kam ich doch gerade her. Ach so. Das war jetzt. Ich hier. Oh, komm, warte. Ich frage mich, warum ich da nicht hochkomme. Liegt bestimmt auch in diesen Rot, ne? Generell müsste das so reichen auch schon. Sag ich doch. So, jetzt muss ich darüber einmal. Hab. Oh, sieh hoch. Oh. Jetzt geht's da hoch. Tada! So. Ups. Jetzt könnte ich doch eigentlich. Oh. Das geht doch gar nicht. So. Dann baue ich mir meinen Weg halt so. Und da kommen wir natürlich auch wieder nicht auf. Ach, da. Ein Golden Idol. Geil. Nehmen wir mit. Oh. Ja. Wie viel? Du kannst Punkte greifen und zieren. Solange. Umrisse Linie. Ach, ja. Oh, weiß. Das funktioniert auch nicht so wirklich. Da solltest du ja von da aus rüberziehen einfach. So. Das müssen wir nochmal auswählen. Sagen wir so. Hier sah so aus, so. Die mögen wohl Wasser nicht.
auch nicht gerade schlau, das Ganze. Ich werde mir schon irgendwie meinen Weg hier rüber bauen jetzt. Es muss funktionieren. So. Sieht gut aus, jetzt bloß nicht übermütig werden. Ne? Jetzt aber. Oh. Oh, so. Der kann weg hier. Meiner. Woo. Wow. Ja, wir sind schon mal draußen. Wunderbar. So, jetzt gehen wir nochmal einen tiefer. So, zwei haben wir ja schon. Oh nein. Nächste markieren. Jetzt kann ich mir die anderen mal holen. So, jetzt holen wir uns noch den letzten roten Fuchs. Oh Mann, das Spiel. Klasse Spiel. Ist mal was Innovatives wieder. Schön Parcours-Einlagen mit Puzzle. Und man kann Dreiecke machen. So. 22 Trees habe ich erstellt dafür, oder Tries erstellt. 4 eigene Tries habe ich gelöscht davon. 3 von 10 Idols on 14 und 1 Minute habe ich gebraucht. Yeah! Alles hat 3 Seiten. So, aber von da aus könnt ihr dann persönlich weitermachen, wenn das Spiel zum Release dann draußen ist. Erstmal meinen Spielstand speichern. Oh. Hast du schon gespeichert jetzt? Guck mal. Ja. Benden. So. So. Hoffe, das Ganze hat euch wie immer gefallen. Das war das Indie-Spiel. Oder ja, Indie-Spiel. Try. So, und ein Parcours-Spiel. Gut, Parcours, Puzzle. Ja, Jump'n'Run. Und mit richtig geilen Look das Ganze. So, hier soweit. Das war jetzt die Beta. Zum Release könnt ihr euch das Ganze natürlich dann auch kaufen. Und ja, wenn euch das Ganze soweit gefallen hat, oben rechts wieder Abonnieren-Button, einfach raufclashen, dashen, smashen, damit ihr euch keine Folge mehr verpasst von Gaming with Ben. Unten in der Beschreibung wiederum alles zu dem Spiel, was ihr darüber wissen müsst und so weiter, ja. Und gerne Video liken und kommentieren, habe ich glaube ich schon gesagt, oder? Ich wiederhole mich immer. So, auf jeden Fall sage ich von hier aus Schizikowski und bis dann und bis zum nächsten Mal bei Gaming with Ben. Und bis dann natürlich immer schön weiter zocken. Also, reinhauen!
Aha. You wish to know about the Tri, friend? I will show you places full of beauty and mysteries, waiting for you to unfold them. There you will find the Tri. A divine artifact full of power and possibilities. It will give you a freedom of movement you have never experienced before. Not even deadly lasers will stand in your way. Although, a bit of thinking is needed in the Odd God's world. Gladly I'll give you this power. But I have one request. Find my friend. Find the fox.